So, das ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKStA. Und das ist ein Stick. So einen Stick habe ich gerade in der WKStA abgegeben und damit der österreichischen Strafjustiz die BMI-Chats übergeben. Alle 4.265 Seiten, zehntausende Chats, E-Mails, Fotos, Dokumente und Aktenteile. Bei diesen Chats ist alles, was das schwarze System im Innenministerium aufklären hilft. Die geheimen Absprachen der Postenschacher, die Parteibuchwirtschaft, die Schiebungen, wenn es um schwarzen Einfluss gegangen ist und das ganze Netzwerk von St. Pölten über Salzburg bis in die Zentrale nach Wien und die Achse Wien-St. Pölten. Mit dem Innenminister Sobotka, mit der Innenministerin Mikl-Leitner, mit Karl Nehammer und seiner Frau, der Kabinettsmitarbeiterin Kathi Nehammer, mit dem wichtigsten Mann, Kabinettschef Michael Kleubmüller und mit vielen anderen mehr. Die WKStA hat jetzt beides. Das Schmidt-Handy, Finanzministerium, Bundeskanzleramt, türkises System Sebastian Kurz. Und das Kleubmüller-Handy, Innenministerium, schwarzes System, Parteibuchwirtschaft, Postenschacher, politische Herrschaft der österreichischen Volkspartei. Und jetzt bin ich gespannt, wer die nächsten Beschuldigten sind. Nach Sebastian Kurz, nach Thomas Schmidt, wann kommt die Zeit für Sobotka und wann kommt die Zeit für den Rest der schwarzen Parteibuchpartie. Wir berichten weiter auf Zack, Zack.